Hallo meine Damen. Endet eure schlanke Taille, aufgestellt, treten, Vorderfüße bleiben am Boden, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauch haben, ziehen das Atmen nicht vergessen, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten. Rechts und links in den Töpfen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauch ziehen, ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten. Ein Fuß nach vorne stellen, vor und zurück hüpfen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauch ziehen, ans Atmen denken, den anderen Fuß nach vorne stellen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauch ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten. Bei Bedarf der Busen festhalten. Richtig zufassen, lassen, in den Po, Beckenboden hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, Knie nach vorne hochziehen, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, absetzen, locker lassen, ausschütteln. Geschlossene Fußhaltung, beide Arme nach vorne, Fäuste auf und zu machen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, nicht atmen, nicht vergessen, kreisen mit den Händen, der Beckenboden ist hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, andersherum kreisen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, hoch und runter entgegengesetzt, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, Fäuste machen umeinander rumkreisen, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, andersherum kreisen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen und ausschütteln. Ablegen, kleines Kissen in den Nackenbereich legen. Gefaltet in den Nackenbereich, Arme rechts, links neben den Körper legen. Wir beginnen mit dem rechten Bein Fahrrad zu fahren. Fersen betont. Große Runden drehen. Das Atmen nicht vergessen. Nach rechts außen. Zurück in die Mitte. Nach links. Zurück in die Mitte. Absetzen, ausschütteln. Das linke Bein, wieder Fersen betonen, Zehenspitzen schön hochziehen. Immer ans Atmen denken. Nach links außen. Zurück in die Mitte. Nach rechts.
Zurück in die Mitte. Absetzen, locker lassen, aus. Beide Beine anstellen. Die Arme liegen rechts, links neben dem Körper. Fersen und Kreuz in die Matte drücken. Bauch, Boden, Beckenboden spannen. Bauch einziehen, Po zu kneifen. Beckenboden hochziehen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken. Auf den Beckenboden achten. Spannung halten. Gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken. Bauch, Boden, Beckenboden spannen. Bauch einziehen, Po zu kneifen. Beckenboden hochziehen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken. Auf den Beckenboden achten. Spannung halten. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken. Bauch, Boden, Beckenboden spannen. Bauch einziehen, Po zu kneifen. Beckenboden hochziehen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken. Auf den Beckenboden achten. Spannung halten. Gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden zurück noch hochgezogen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Das Atmen nicht vergessen. Locker lassen. Und wieder. Fersen, Kreuz in die Matte drücken. Bauch, Boden, Beckenboden spannen. Bauch einziehen, Po zu kneifen. Beckenboden hochziehen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken. Auf den Beckenboden achten. Spannung halten. Gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Das Atmen nicht vergessen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken. Bauch, Boden, Beckenboden spannen. Bauch einziehen. Po zu kneifen. Beckenboden hochziehen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken. Auf den Beckenboden achten. Spannung halten. Gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Das Atmen nicht vergessen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken. Bauch, Boden, Beckenboden spannen. Bauch einziehen. Po zu kneifen. Beckenboden hochziehen. Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken. Auf den Beckenboden achten. Spannung halten. Alles bleibt angespannt, nur den Beckenboden. Auf, zu, 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 auf, zu und auf. Locker lassen, Beine ausschütteln, so wie sie sind. Rechte Hand zur Faust, linke oben drauf. Auf den Bauchnabel legen. Fersen und Kreuz in die Matte drücken. Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen. Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten. Spannung halten, gleichmäßig weiter und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, das Atmen nicht vergessen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken, Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter und ausatmen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken, Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter und ausatmen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken, Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen. Auf den Beckenboden achten, Spannung halten. Gleichmäßig weiter und ausatmen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken, Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken, Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Locker lassen. Und wieder. Fersen und Kreuz in die Matte drücken, Hände in den Bauch, Bauch gegen die Hände spannen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Alles bleibt wieder angespannt und nur der Beckenboden. Auf, zu, 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 auf, zu und auf. Locker lassen, Arme nach oben ausschütteln, Beine ausschütteln. Arme liegen wieder rechts und links neben dem Körper.
Ferse und Kreuz wieder in die Matte drücken, Hände in die Matte drücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden abgespannt halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen, locker lassen. Und wieder, Ferse und Kreuz in die Matte drücken, Hände in die Matte drücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen ist vergessen, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Locker lassen. Und wieder, Ferse und Kreuz in die Matte drücken, Bauch, Po und Beckenboden spannen, Bauch einziehen, Po zu kneifen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Locker lassen. Und wieder, Ferse und Kreuz in die Matte drücken, Hände in die Matte drücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, locker lassen. Und wieder, Ferse und Kreuz in die Matte drücken, Hände drücken in die Matte hinein, Beckenboden ist hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, locker lassen. Und wieder, Ferse und Kreuz in die Matte drücken, Hände in die Matte drücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Alles bleibt wieder angespannt, nur den Beckenboden auf. Zu, auf, 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 zu und auf. Locker lassen, Beine ausschütteln, Arme nach oben ausschütteln. Beide Beine lang. Nochmal schütteln. Dann stellt ihr beide Beine wieder an. Linken Fuß aufs rechte Knie. Hände an die Ohren. Der rechte Ellbogen geht zum linken Knie, das Knie weit in die Mitte ziehen und wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter hinter ausatmen, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie, wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter hinter ausatmen, der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch, hoch zum Knie, wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie, und wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie, wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie. Gegendrücken, wenn es geht, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Und noch einmal, hoch zum Knie, wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Fuß runterstellen, schütteln, Arme nach oben, schütteln. Seitenwechsel, rechten Fuß aufs linke Knie, Hände wieder an die Ohren. Dabei ist es wichtig, dass ihr wirklich nicht im Nacken zieht, sondern die Hände locker an den Ohren habt. Und wieder Knie in die Mitte ziehen, hochkommen, mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie und wieder gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen.
Und wieder hoch zum Knie. Und wieder gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie. Und wieder gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, absetzen, locker lassen. Und wieder hoch zum Knie. Und wieder gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Das Atmen nicht vergessen, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten. Absetzen, locker lassen. Und noch einmal wieder hoch zum Knie, wenn es geht, gegendrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf dem Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter ein- und ausatmen. Der Beckenboden ist immer noch hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Fuß runterstellen, ausschütteln, Arme nach oben schütteln. Ihr legt euch jetzt auf die rechte Seite. Das untere Bein ist angewinkelt, das obere Bein ist lang. Das obere Bein heben, Zehenspitzen zeigen zum Knie. Langsam senken, nicht ablegen, wenn ihr unten seid. Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Hoch, runter, Beckenboden zu. 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 Hoch, halten, schön weit nach oben bringen das Bein. Beckenboden auf, zu, 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 auf, zu und auf. Runterlassen, nicht ablegen, Kraft ins Bein, Ferse rausschieben. Beckenboden hochziehen, Bauch mit einziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel bringen. Das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Das obere Bein ist wieder lang, heben, zur Nase knicken, zum Mattenende ausstrecken, Beckenboden zu. Hoch, knick, lang, zu. Hoch, knick, lang, zu. Hoch, knick, lang 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 zu. Zu. Hoch, knick, lang, zu. Hoch, knick, lang, zu. Hoch, knick, halten. Beckenboden auf, zu, 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 auf, zu. Alle Knie sind weit geöffnet. Auf, zu, auf, zu. Auf, zu, 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 auf, zu und auf. Lang ausstrecken, nicht ablegen, Kraft ins Bein, Ferse rausschieben, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, absetzen, locker lassen. Das obere Bein ist wieder lang, heben, vor den Bauch führen, einmal auftippen, hoch in die Luft, runter zum Mattenende, nicht ablegen, Beckenboden zu. Hoch,
vor. Tipp, hoch, runter, zu. Hoch, vor. Tipp, hoch, runter, Beckenboden 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 zu. Hoch, vor. Tipp, hoch. Halten, Kraft ins Bein, Ferse rausschieben. Beckenboden auf, zu, 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 auf, zu und auf. Senken, nicht ablegen. Kraft ins Bein, Ferse rausschieben, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen. Absetzen, locker lassen. Auf den Rücken drehen. Beide Beine lang. Schütteln. Seitenwechsel. Auf die linke Seite legen. Untere Bein ist wieder angewinkelt. Das obere Bein ist lang. Das obere Bein heben. Zehenspitzen zeigen zum Knie. Und wieder senken. Dicht ablegen. Beckenboden zu. Hoch, runter, 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 zu. Hoch. Halten. Kraft ins Bein, Ferse rausschieben. Beckenboden auf, zu. 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 Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu und auf. Locker lassen, wieder runtergehen, nicht ablegen, Ferse rausschieben, Beckenboden hochziehen, Harnblase, Kraft ins Bein, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, absetzen, locker lassen. Das obere Bein ist wieder lang, heben, zur Nase knicken, Richtung Mattenende ausstrecken, Beckenboden zu. Hoch, knick, lang ausstrecken, Beckenboden zu. Hoch, knick, lang ausstrecken, Beckenboden zu. Hoch, knick, lang, 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 zu. Hoch, knick, halten. Das Knie ist wieder weit geöffnet. Beckenboden auf, zu, 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 auf, zu,
auf, zu, auf, zu, auf, zu und auf. Lang ausstrecken, nicht ablegen, Kraft ins Bein, Ferse rausschieben, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten. Absetzen, locker lassen. Das obere Bein ist wieder lang. Das obere Bein heben, vor den Bauch führen, einmal auftippen, hoch in die Luft, runter zum Mattenende, Beckenboden zu. Hoch, vor, tipp, hoch, runter, 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 zu. Hoch, vor, tipp, hoch, halten. Kraft ins Bein, Ferse rausschieben, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Beckenboden auf, zu, 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 auf, zu. Schön Kraft ins Bein, alle Füße gucken hoch. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu und auf. Ablegen, Rand runterführen, nicht ablegen. Ferse raus, Kraft ins Bein, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen. Absetzen, locker lassen. Auf den Rücken pullern, Beine, Beine lang und wirklich ausschütteln. Wir kommen sitzen. Wir nehmen das Band, wenn ihr eins habt. Sonst könnt ihr auch einfach eine Schale drum machen. Dann kann man einfach ein bisschen Spannung aufbauen. Und vielleicht habt ihr so ein Band in der Nähe. Ihr macht es um die Fußgelenke. Gerade sitzen, raus aus dem Kreuz. Am besten sitzt man gerade, indem man die Hände vorn nimmt, die Ellbogen nach hinten bringt. Dann kommt ihr automatisch aus dem Kreuz raus. Vorderfüße hochziehen und dann ziehen wir die Beine auseinander. Spannung reinbringen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, als Atmen denken, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, das Atmen nicht vergessen, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, raus aus dem Kreuz, Beckenboden ist hochgezogen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und wieder ziehen, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen und locker lassen. Ausschütteln, das Band dürft ihr erstmal abmachen. Dann nehmt ihr den Ball. Klemmt einen Ball, wenn ihr habt, möglichst, ne? Klemmt ihr zwischen die Füße. Man kann auch ein Kissen nehmen, wenn ihr keinen Ball in der Nähe habt. Stützt euch hinten an, ab, winkelt die Beine an. Kippt nach rechts, lang machen, ran, kippt nach links, lang machen, ran, kippt nach rechts,
lang machen, ran, kipp, links, ran, kipp, rechts, 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 ran, kipp, links. Die Frischlinge halten jetzt in der Position. Die Frischlinge sind die, die noch nicht viermal mitgemacht haben oder hätten machen müssen. Der restliche hebt hoch, senken, hoch, senken, hoch, senken, hoch, senken, ran, kipp nach rechts. Frischlinge wieder halten und wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ran. Und die Frischlinge setzen ab, die restlichen machen lang und lassen die Beine langsam runter. Absetzen, Ball in die Hand, schütteln. Beide Beine anstellen, Hüftbeine auseinander. Beine so zwischen die Hände nehmen, zwischen die Knie führen. Mit den Knien den Ball zusammendrücken, mit den Händen gegenziehen. Und wir kommen wieder raus aus der Brust, schön die Ellbogen nach hinten bringen, gegenziehen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, locker lassen. Ball in der Hand drehen und wieder zusammendrücken, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, locker lassen. Und wieder drehen, also die Ellbogen ran, nicht am langen Arm hängen, schön die Ellbogen ranziehen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, locker lassen. Und wieder drehen, zusammendrücken, gegenziehen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiter und ausatmen, locker lassen. Und wieder drehen, zusammendrücken, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf den Beckenboden achten, Spannung halten und locker lassen. Und wieder drehen, zusammendrücken, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, auf den Beckenboden achten, Spannung halten und locker lassen. Nochmal drehen und wieder zusammendrücken, gerade sitzen, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken und locker lassen. Beide Beine sind lang, Arme ausschütteln. Dann klemmt ihr den Ball nochmal zwischen eure Füße. Jetzt legt euch hinten wieder ab, Kissen unterm Kopf und Zehenspitze schön hochziehen. Arme in den Körper legen und jetzt einfach mit den Füßen den Ball zusammendrücken, Rücken in die Matte drücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, das Atmen nicht vergessen, locker lassen. Und wieder zusammendrücken, Rücken runterdrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen, ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, locker lassen. Und wieder zusammendrücken, Rücken runterdrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiteratmen, locker lassen. Und wieder zusammendrücken, Rücken runterdrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und wieder zusammendrücken, Rücken runterdrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen, locker lassen. Und wieder zusammendrücken, Rücken runterdrücken, Beckenboden hochziehen, Harnblase Richtung Bauchnabel ziehen. Ans Atmen denken, auf den Beckenboden achten, Spannung halten, gleichmäßig weiterhin ausatmen und locker lassen. Ball einfach laufen lassen, Beine ausschütteln und dann haben wir es für heute erstmal geschafft. Viel Spaß!